Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Matthias Musche erzielte gegen Minden 3 Tore. Urheberrecht Getty Images. Der SC Magdeburg ist weiter auf Kurs in Richtung EHF Cup. Gegen GWD Minden feiert der Tabellenvierte bereits den 7. Sieg in Folge. Der SC Magdeburg hat im Kampf um die EHF Cup-Plätze den nächsten Erfolg gefeiert. Der frühere deutsche Meister erkämpfte sich am 25. Spieltag bei GWD Minden ein 27:25 und holte damit bereits den 7. Sieg in Serie. Magdeburg liegt mit 40:10 Punkten auf dem 4. Rang, knapp hinter Pokalsieger Rhein-Neckar-Löwen, 40:8. Der zweitplatzierte THW Kiel, 44:6, ist lediglich 4 Ziele entfernt. Einzig der weiterhin ungeschlagene Meister SG Flensburg-Handewitt, 48:0, liegt außer Reichweite. Minden, 20:30, steht als 12. weiter im Mittelfeld der Tabelle. Tabelle der HBL, vor 3.800 Zuschauern war Magdeburgs Michael Damgard mit 11 Treffern bester Werfer. Matthias Musche blieb am Sonntag mit 3 Toren unter seinen Möglichkeiten. Der Nationalspieler steht mit nun 201 Treffern allerdings weiterhin mit einigem Abstand an der Spitze der Torjägerliste.